Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Christine Küchel von Darlin Sali und es geht weiter. Ab heute startet der Winterbereich unseres Jahreszeitenquills. Für alle diejenigen, die nicht wissen, wovon ich rede, wir sind in einem ganz großen Projekt, in dem ich euch unterschiedliche Freihandquiltmuster zeige. Ich habe das anhand der Jahreszeiten im Jahr aufgezogen. Im Frühlingsbereich hier haben wir auf großen Flächen großflächige Füllmuster kennengelernt. Im Sommerbereich habe ich euch ganz viele Muster, Freihandquiltmuster zum Quilten von Dreiecken gezeigt. Im Herbstbereich habe ich euch Hexagon-Freihandquiltmuster gezeigt. Plus dann eben auch noch, wie man ein Quilttop plant, wie man es mit Volumenvlies und der Rückseite zu einem Quilt-Sandwich zusammenfügt. Also ganz, ganz viel Hintergrundinfo habt ihr hier mit meiner Serie, die über das ganze Jahr lang dauert, bekommt ihr da ganz viele Infos. Jetzt starten die letzten 13 Folgen für die letzte Jahreszeit des Jahres, des Winters. Ich habe als Vorbereitung mir eine kleine Skizze gemacht, wie mein Quilttop aussehen soll. Wir werden im Winterbereich die Farben Braun, Weiß und Blau verwenden. Und ich möchte euch diesmal anhand von Rauten zeigen, wie man Rauten eine schöne Szene setzen kann. Als Vorbereitung habe ich schon einmal ein paar Streifen geschnitten, weil wir werden diesmal die Grundlage von Streifen nehmen, um unsere Rauten herzustellen. Dazu habe ich schon mal vorbereitet, und zwar 4 braune Streifen, 4 blaue und 2 weiße Streifen, jeweils in einer Breite von 16,5 cm auf die ganze Stoffbreite. Bevor ich meine Stoffstreifen geschnitten habe, muss ich dazu sagen, habe ich sie extrem gut gebügelt, dass sie wirklich auch plan liegen und keine Knicke drin haben. Wenn ihr wirklich ganz, ganz neue Patchwork-Stoffe nehmt, reicht natürlich auch das normale Bügeln. Wenn ihr Stoffe nehmt, die schon mal gewaschen wurden, dann könnt ihr, damit sie einfach flacher und stabiler liegen und besser zum Zuschneiden und zum Nähen sind, könnt ihr sie auch ein bisschen mit Bügelstärke einsprühen, bevor ihr sie schneidet und dann während ihr sie glatt bügelt. Dann habt ihr nachher das Handling einfach ein bisschen einfacher. Von diesen Streifensets habe ich also quasi zweimal schon mal vorbereitet. Die werde ich in dieser Reihenfolge aneinander nähen. Und also zuerst braun, Entschuldigung, zuerst blau, dann weiß, dann blau und dann wieder braun. Also von dem her, jetzt werde ich erstmal an die Nähmaschine gehen und die ganzen Stoffstreifen aneinander nähen und dann die Nahtzugaben bügeln. Ja, ich glaube, das war's für jetzt erstmal und danach bin ich gleich wieder da. Ich habe jetzt meine Streifen aneinander genäht. Zuerst blau, braun, weiß, blau, braun. Und das quasi zweimal. Das zweite Streifenset habe ich jetzt schon zu Rauten geschnitten. Das sieht jetzt so aus. Also habe ich jetzt hier meine schönen Rauten, die ich dann nachher wieder weiter aneinander nähen kann. Und jetzt möchte ich euch bei diesem Panel zeigen, wie ich die Rauten bei dem anderen geschnitten habe. Es ist so, dass ich bei dem einen Streifenset habe ich die Nahtzugaben quasi von dem ersten blauen Streifen weggebügelt. Und bei dem anderen Streifenpanel, das ich schon zerschnitten habe, habe ich sie alle quasi hingebügelt. Dass wenn ich dann nachher immer ein Streifen, Streifen 1 ist von meinem ersten Streifenpanel, Streifen 2 ist von meinem zweiten Streifenpanel.
Ihr könnt das Ganze auch mit kleineren, schmaleren Streifen machen, dann bekommt ihr einfach kleinere Rauten. Aber je kleiner eure Stücke sind, desto mehr Stoff braucht ihr nachher, beziehungsweise für einen Top dann herzustellen, weil einfach viel mehr Nahtzugabe auf der Rückseite liegt. Jetzt kommt es euch vielleicht schon viel vor. Also wir haben hier einmal über die ganze Stoffbreite hier 5 Streifen aneinander genäht, das zweimal, um dann nachher einfach einen Top von 55 mal 1,40 Meter zu bekommen. Das ist eben schon mal sehr viel Stoff für das jetzt, für unseren Winterding. Den Beginn habe ich von dem anderen Streifenpanel so abgeschnitten. So, ja, das heißt, ich habe hier meine Schnittkante. Also hier in diesem Winkel. Das sind von diesem Winkel, von dieser Senkrechten hier ausgehend, sind das hier so 60 Grad. Wenn ich jetzt, und jetzt beim zweiten Streifenpanel muss ich einfach auch gucken, dass ich genau in dieser Ausrichtung bin und nicht aus Versehen in die andere Ausrichtung abschneide, weil ich brauche die Rauten in genau der gleichen Ausrichtung nachher zum Zusammennähen. Also ich muss jetzt hier abschneiden. Ich habe jetzt, um einfach ein bisschen Platz zu gewinnen, habe ich jetzt bei dem ersten Streifenpanel einfach mal so einen ersten Schnitt gemacht. Da ist dann die Ecke von dem Braun hier rausgefallen. Das mache ich jetzt hier auch erstmal, um einfach mal diese schräge Kante zu bekommen. Ich kann nachher noch was aus diesen Resten dann machen, die eigentlich übrig bleiben, weil ich brauche nachher vielleicht noch was, um mein Rechteck aufzufüllen. Ja, also ich habe euch ja gerade gesagt, die 60 Grad muss ich hier so anlegen. Auf meinem Lineal habe ich natürlich meinen 60 Grad Winkel, der ist hier, den lege ich jetzt hier einfach mal so an meiner Senkrechten, an dieser Kante, wo Braun und Blau zusammenstößt. Und dann schneide ich einfach. Und dann schneide ich einfach mal hier entlang. So. Diese Schnittkante werde ich mir jetzt bündig hier unten auf meine Nulllinie von meiner Schneidematte legen. Moment, Fussel weg. Bei diesem Arbeitsschritten hier, diese Rauten zu schneiden, müsst ihr ganz, ganz arg aufpassen, weil wir haben jetzt quasi schon schräg zum Fadenlauf geschnitten und dass es sich euch nicht mehr verzieht. Deshalb möchte ich auch nicht nachher nochmal großartig was bügeln müssen oder so, damit sie es nicht verzieht. Jetzt guckt es mir hier extrem über die Schneidematte drüber. Meine Schneidematte geht bloß bis hierhin. Ja? Dass ich aber jetzt nicht Lineal und Matte versetzen muss, weil eben das Ganze sich so leicht verzieht, lege ich einfach diese Schnittkante von vorhin, also das hier unten, auch auf meine Nulllinie. Ja, das überlappt sich hier dann alles so ein bisschen. Aber eben dann kann ich eben nachher schön gucken, dass diese Kante hier direkt auf einer von diesen Markierungslinien auf der Schneidematte dann läuft und dann sehe ich, okay, das hier habe ich im rechten Winkel, dann passt es. So, dann schneide ich meine Rauten zu, also meinen Streifen von meinem Panel ab. Und zwar habe ich hier jetzt auch wieder eine Breite von 16,5 cm. Genauso wie ich vorhin die Streifen auch geschnitten habe. So, dann habe ich meinen ersten Rautenstreifen, den kann ich jetzt hier so aufklappen und dann habe ich ihn hier. Okay, also jetzt ist hier ein bisschen fehlt ein Stückchen wieder und hier beim Blau auch. Aber ich kann nachher gucken, wenn ich jetzt mein Beispiel hier nehme,
hernehme. Da ist auch nicht jede Raute komplett drauf. Da muss ich nachher mal gucken, wie ich es zusammen kombiniere. Jetzt schneide ich einfach meine weiteren Rautenstreifen zu und mache mir dann Stapel mit den Rauten, die in die eine Richtung gebügelt sind, und Stapel mit den Rauten, die in die andere Richtung gebügelt sind, sodass ich es nachher so schön kombinieren kann. Jetzt lege ich wieder meine Schnittkante unten auf die Nulllinie. Und diese Kante hier richte ich eben wieder aus an der Schneidematte. Und dann kann ich zum Beispiel, mein Lineal ist ja jetzt zum Beispiel bloß 15 cm breit, ja? Dann kann ich aber eben die Hilfslinien der Schneidematte hier eben auch noch zu Hilfe nehmen, weil ich ja hier nicht mehr anlegen kann an der Stoffkante. Und dann kann ich hier links und rechts, kann ich mir die 15 oder die 16 cm Markierung als Hilfspunkt nehmen, um dann einen exakten Streifen hinzubekommen. So. So, da ich dann auch sowieso immer noch ein bisschen so Füllrauten brauche, werde ich jetzt hier auch einfach nochmal den Rest zerschneiden. Dass ich einfach auch hier ein bisschen noch was habe zum Auffüllen am Rand. Und dann hier habe ich, da bekomme ich glaube nichts mehr Gescheites raus. Nee, das lassen wir jetzt einmal sein. So, jetzt können wir, das hier ist mein Stapel mit der einen Nahtzugabe und das hier ist der Stapel mit der anderen Nahtzugabe. Also dann kann ich hier einmal meine Raute so hinlegen, so kommt sie nachher ungefähr. Ja? So, und dann kann ich die nächste Raute, kommt dann quasi hier so dran, dann kommt wieder so ein Streifen mit der Nahtzugabe, es kommt dann wieder hier dran. Ach, mir gefällt's. So, und dann wieder eine so rum. Ihr seht, wo ich hin möchte. Also im Prinzip möchte ich ein Panel machen, das dann quasi 1,40 Meter breit ist und 50 cm. Also eventuell, also hier oben müssen wir auf jeden Fall die Rauten kürzen und unten müssen wir dann auch ein bisschen was kürzen. Jetzt kann ich den einen Streifen auf den anderen Streifen drauflegen. Also ich habe jetzt den einen Streifen auf den anderen draufgelegt. Und werde jetzt dann hier entlang nähen, hier. Ja? Damit ihr es mal von der Seite sehen könnt. Ich habe jetzt das so hingelegt, dass immer die Nahtzugaben übereinander sind. Ja? Dass hier die Raute gerade angenäht ist, wo unten die Nahtzugabe aufhört. So werden dann eure Ecken super aufeinander passen, wenn ihr exakt genäht habt. Jetzt werde ich das einmal grob mit Stecknadeln pinnen und einmal eine Naht nähen. So, jetzt habe ich die zwei aneinander genäht. Und man sieht, die Ecken sind super gut getroffen. Und jetzt kommt der nächste Streifen dran. Den muss ich auch wieder so ausrichten, dass der braune Bereich hier neben den blauen kommt. Und da muss ich dann halt eben gucken bei einer Nahtzugabe, wenn der hier jetzt nach unten geht und der andere nach oben, dass ich das so aneinander lege, dass ich hier die Kreuzung
von meinen beiden Nahtzugaben da habe, wo ich dann nachher meine Naht habe, also bei den 0,75 cm. Damit da auch nichts verrutscht, kann ich mir das nochmal fixieren mit Stecknadeln und dann diese Naht hier einmal runternähen und dann nachher die anderen Streifen so dran nähen, dass ich eben auf mein Panel komme, auf die gewünschte Größe. So, ich habe das Ganze jetzt aneinander genäht. Ihr seht jetzt hier die linke Seite. Ich habe das einmal jetzt in der Mitte gefaltet und also so sieht die rechte Seite aus. Und ich habe wirklich am Rand noch einiges stückeln müssen, dass ich auch wirklich hier auf meine richtigen Zentimeter komme. Ich habe das alles auf dem Boden ausgelegt gehabt und danach gemessen, wo denn jetzt meine 55 mal 1,40 m sind. Dadurch, dass das alles eben schräg geschnitten sind, die schrägen Raut mit den schrägen Streifen, verzieht sich das alles leicht, aber wenn ihr es jetzt zum Beispiel gebügelt habt oder wenn ihr es bügelt, dann bitte dämpft es nur ganz leicht und verzieht es nicht dabei. Schiebt auch nicht das Bügeleisen drüber, sondern drückt es wirklich nur platt auf der Stelle, wo ihr es platt haben wollt. Ich habe jetzt das Top so gewählt für euch, dass es jetzt nicht wirklich schlimm ist, wenn da oder dort ein Zentimeter weniger ist. Ich habe es jetzt eben in der Hälfte gefaltet und messe jetzt hier, dass ich 70 Zentimeter ungefähr habe, weil dann komme ich nämlich im Doppelten dann auf 1,40 Meter. Damit ich noch ein bisschen Puffer habe, lasse ich noch mal 5 Zentimeter dran und werde dann hier dann abschneiden. Alles andere ist quasi Überschuss von der Breite her. Von der Länge her und von der Breite von den 55 Zentimetern bleibt mir von der Spitze, wo die blauen hier zusammentreffen, bis hier unten, wo die hier zusammentreffen, bleibt mir auch noch ein bisschen mehr, also mehr als diese 55 Zentimeter, die gewünschten. Da bin ich dann bei 60 Zentimeter, wenn ihr hier das sehen könnt. Ne, könnt ihr nicht. Moment, ich lege es andersrum an. Wenn ich dann hier von der Spitze, wo die hier, die braunen hier zusammenstoßen, bis hierhin messe, dann bin ich hier auf jeden Fall hier schon bei 60 cm. Das heißt, ich kann hier ruhigen Gewissens hier begradigen und hier begradigen und dann habe ich zwischendrin noch sogar ein bisschen Puffer, falls noch was eingehen sollte oder ja, was auch immer. Also, jetzt, ich habe so zusammengelegt, dass die Spitzen immer hier aufeinander liegen. Und ich habe ungefähr ausgerechnet, dass ich 4 weiße Rauten pro Hälfte brauche, um auf meine Breite zu kommen. Das heißt, ich werde jetzt hier oben die erstmal abschneiden, die blauen Spitzen. Also ich brauche bloß bis zum Ende der braunen ungefähr. Aber eben, da habe ich dann eben immer noch ein bisschen Puffer. Und hier reicht es mir, wenn ich das hier ungefähr abschneide. Aber da messe ich gerade nochmal. Also ich lege diese gefaltete Kante hier an meiner Schneidematte an. Und dann bin ich schon mal waagrecht. Dann kann ich mein Lineal auch besser anlegen. Und dann kann ich nochmal hier prüfen. Hier bin ich bei der Markierung. Dann habe ich hier auf der Seite vom Lineal auch diese Markierung. Und dann kann ich hier einmal abschneiden. Falls ich nicht ganz gerade sein sollte, spielt es im Moment noch keine Rolle, weil ich nämlich mit genügend Puffer gerechnet habe, dass wir nachher immer noch ein bisschen was abschneiden können, dass wir immer noch ein bisschen was zu viel haben. So, jetzt werde ich das auch wieder hier an diese Linie anlegen, das, was ich gerade geschnitten habe. Ich habe wirklich jetzt ganz genau stückeln müssen. Das könnt ihr im Ding nachgucken. Ich stelle euch gerade ein Foto ein, wie ich stückeln musste. Weil es ist doch relativ knapp geworden, so wie ich es bemessen habe. Also wenn ihr euch sicher gehen wollt, dass ihr überall eure Rauten habt, macht vielleicht noch ein Streifenset mehr.
noch ein drittes Streifenset. Ansonsten, wenn ihr einfach nicht mehr Stoff genügt übrig habt von einer Farbe, dann macht es einfach so, dass ihr dann sagt, habt dann vielleicht nicht die Rauten bis zum Ende, sondern macht dann einfach noch einen 5 cm breiten Streifen und dann ist es auch noch in Ordnung. Also daran soll es nicht scheitern. Wir wollen hier auch irgendwann mal fertig werden und nicht zu viel Stoff zerschneiden. Also ich bin jetzt hier, was habe ich gesagt, 4 weiße Rauten. 1, 2, 3, 4. Wenn ich hier dann fertig bin, müsste ich bei 70 cm sein. Ja, das heißt, ich mache noch ein bisschen mehr. Das heißt 4,5 auf jeder Seite. So, dann muss ich aber hier die Raute doch noch abschneiden. Das Dreieck von dem hellblauen. Ich dachte, das kann ich vielleicht dran lassen. Oh, das muss ich am besten jetzt auch noch abschneiden. Die Dreiecke, die wir jetzt hier so abgeschnitten haben von dem Blau und nachher auch von dem Braun, kann man dann auch wieder für was anderes verwenden, für ein anderes Projekt, weil sie sind ja für jetzt momentan sind sie ja groß genug bemessen. Die sind noch recht groß, dass ein schöner Rest dann auch noch übrig bleibt. Also ich rechne mal ein bisschen großzügig beim Schneiden hier, damit ich nachher nicht in Bedrängnis komme und nicht vielleicht meine 55 cm zusammenbekomme. Habe ich jetzt dann ein schönes Wintertop. Und da werden wir dann drauf quilten. Jetzt mache ich erstmal dann ein Sandwich draus mit Rückseite und Volumenvlies. Und dann kann es nächste Woche losgehen mit den Quilten.